wünsche mir für Basel mehr Platz und Möglichkeiten für innovative Projekte. Weil es gibt so viele Initiativen in Basel, die dazu beitragen, dass Basel nachhaltiger wird und die so viel dazu beitragen, dass Basel ein vielseitiges Angebot hat. Und genau das wünsche ich mir. Für die Wohngenossenschaft Lena, wo ich selber Mitglied bin, da wünsche ich mir natürlich, dass wir unser Haus realisieren können und dass das nicht das Letzte ist, sondern dass es viel so Häuser in Basel wird geben. Das ist eine Wohnform, wo man miteinander Räume teilt, wo man miteinander Aktivitäten teilt, wo man sich kennt und wo man weiss, wer der Nachbar links und rechts ist und Anteil nimmt am Leben, jung und alt zusammen. Ich wünsche mir, dass die Lebensmittelverschwendung noch weiter reduziert wird. Denn Lebensmittel ist ja eine unglaublich große Ressource. Und deswegen bin ich bei Foodsharing. Bei Foodsharing kann man direkt wirklich Lebensmittel vor der Tonne retten. In Basel sind wir ca. 360 aktive Foodsaver und innerhalb von 5 Jahren haben wir schon ca. an die 60.000 Kilogramm Lebensmittel gerettet. Dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe innerhalb von Foodsharing und da geht es eigentlich immer weg. Auf jeden Fall, teilen macht wahnsinnig Spaß. Und dann die glücklichen Gesichter noch, dass sie was Feines haben zum Nacht oder so. Ist immer gut. Genau. Wir sind hier auf dem Westfeld. Die Baugenossenschaft Wohnen und Mehr wird auf diesem Areal 500 Wohnungen und Gewerbeflächen entwickeln. Das Lena-Haus ist Teil dieser Neubauten und wird für 180 Leute Platz haben. Wir treffen uns heute oben mit den Mitgliedern in der Ausstellung, wo man den künftigen Städtebau sieht. Und das Ziel ist, dass wir miteinander diskutieren, was für Wohnungen braucht es, was wünschen die Leute. Und was für Nutzungen sollen in diesem Gebäude eingeplant werden. Das Tollste finde ich die Vernetzung und der Austausch mit wirklich total unterschiedlichen Leuten. Wo man Infrastruktur teilt, wo man auf kleinem Raum wohnt, wo man die Lebensmittel möglichst nachhaltig beschaffen will. Hier ist die Ökologie eigentlich wie ein roter Faden durchs Ganze durch. Wir sind alles handwerklich begeisterte Leute gesehen in der Machenschaft, ganz am Anfang, ein paar wenige Leute, und haben alle eine eigene Werkstatt im Keller gehabt. Und das war der Moment, wo wir gemerkt haben, hey, wir wollen etwas zusammen machen, wir wollen unsere Werkstatt zusammenlegen und teilen. Und das war der Moment, wo wir gemerkt haben, wir wollen es nicht nur für uns brauchen, sondern öffentlich machen. Und so ist das Projekt entstanden. In den letzten 2 Jahren sind wir von ein paar wenigen Leuten zu heute 120 Mitglieder geworden, die die Werkstatt nutzen. Und es ist extrem schön, zu merken, dass es ein Bedürfnis in Basel ist nach handwerklicher Tätigkeit. In der Macherschaft teilen wir nicht nur die Maschinen und die Werkzeuge, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, aber viel wichtiger ist auch, wir teilen das Wissen. Es hat hier professionelle Schreiner oder Töpfer, die ihr Wissen weitergeben. Oder wir bieten auch Workshops an, wo man neue Sachen lernen kann, was extrem wertvoll ist.